So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Alpha Saphir gegen Vasili. Jetzt müssen wir uns aber erstmal dafür entscheiden, wen wir in die Front schicken. Ich würde mal sagen, Zelda könnte unser bester Start hierfür sein. Und mal sehen, was Vasili sonst so hat. Erlaubt mir, dass ich mich an dir erneut vorstelle. Ich heiße Vasili und bin der Arenaleiter von Xeneroville. Irgendwas an deiner Ausstrahlung ist anders als zuvor, aber ich kann es mir nicht erklären. Ich kann nicht erklären, was. Das ist zumindest mein Eindruck. Ich frage mich, was sich in der Urzeithöhle ereignet hat und welche Rolle du dabei gespielt hast. Vielleicht sind wir unserer bevorstehenden Kampf etwas mehr Aufschluss darüber geben. Unser bevorstehender Kampf klar. Also dann, zeig mir, wozu du und dein Team fähig seid. Im Gegenzug wirst du Augenzeuge der einmaligen Wasserillusion von mir. Und meinen Pokémon. Also ich glaube, die Stimme passt. Der trägt auch ein komisches Kostüm. Ein echt seltsames Kostüm. Und der Arenaleiter. Ach, du fängst mit dem Libiskus an. Oh. Ein Herzchen. Na, den Zahn werden wir dir ziehen. Auch wenn du keine Zähne hast. So. Dann mal gucken. Fangen wir gleich mit dem. Oh, wir sind vom Level her sogar über ihm. Okay, da. Der Donnerblitz hilft auf jeden Fall schon mal sehr. Milotic, wechseln wir mal. Ich glaube nämlich, mit Karpitz dürfte ich es schneller hinkriegen. Weil physisch. Ich hoffe, Sambombe ist auch physisch. Ich bin mir nämlich bei der Attacke nicht sicher. Ich muss mir die ganzen Das ist. Ja, gleich ein Volltreffer. Ja, jedes Mal gleich am Anfang. Super. Tja, dann. Ich weiß nicht, Erstwerk dürfte einen Eisstrahl überleben, wenn er nicht wieder krittet. Deswegen. Sag ich mal, mit der Zornklinge. Oh. Au. Ich sag ja, einen Eisstrahl überlebt. war Zornklinge jetzt. Ja, ich habe nicht drauf geachtet, ob es nicht. Nee, das ist. Ah, das machen wir einfach nochmal. Vielleicht setze jetzt ja was anderes ein. Nee, natürlich nicht. Ja, wen wundert's? Aber war Milotic jetzt physisch oder Nee, die war. Das ist eine spezielle Mauer gewesen. Und wenn du Eisstrahl kannst, dann setze ich das einzige Pokémon ein, oder eins meiner zwei Pokémon ein, das nicht effektiv getroffen wird. Weil der Rest, den ich noch habe, ist Drache und Boden. Es ist nicht gerade, ist keine gute Idee, die einzusetzen. Aber mit Wasserboden dürfte ich eigentlich neutral. Wow, ich bin sogar schneller. Sehr seltsam. Aber egal, ich hab's besiegt. Ich hab zwar meinen. Ja toll, ich hab das Pokémon, das mir hier hätte helfen können, das ist ja jetzt schon besiegt. Wechseln wir trotzdem mal. Ich denke, dass, wenn es Boden attacken kann, ist es gut, wenn ich hier was Fliegendes einsetze. Außerdem ist es Inno und Welser. So. Ich gehe einfach davon aus, dass es keinen Eisstrahl hat. Aber eine Kaskade. Au. Oh, ach, Bullenhelm habe ich ganz vergessen. Das ist gut. Dann dürftest du jetzt den Kampf gewinnen, mein Vibrava. Yay. Und wenn ich Glück habe, entwickelst du dich sogar. Oh, und kurz davor. Sejong.
Na, machen wir erstmal weiterkämpfen, damit du EP bekommst. Weil ich weiß, dass dieses Vieh ist ja, glaube ich, mit dem Zweityp Eis. Und deswegen wird jetzt wahrscheinlich ein Eisstrahl kommen oder irgendwas in der Richtung. Ein Aurora-Strahl. Ja, okay, das ist auch Eis. Wenn er mich vereist hätte, dann hätte ich ihm wirklich eine Schelle gegeben. So. Erdbeben. Der will eine Zugabe, kann er gern haben. Solange sein letztes Pokémon nicht, ach nee, jetzt ist er ein Hypertrank ein. Aber falls sein letztes Pokémon ein, wie heißt das nochmal, Wingull, Entwicklungsstufe ist. Ah, jetzt kriege ich endlich auch einen Volltreffer. Gut, gut, gut. Exzellent. Und da reicht gerade schon Level 45. Level 45 ist gleichzeitig auch das Level, das wir brauchen. Und ich hätte eigentlich mit Zelda wahrscheinlich durchrocken können. Nur gegen Velsa hätte ich wahrscheinlich Probleme gehabt. Aber irgendwie vom Level her habe ich jetzt eher gedacht, wir sind ein bisschen weiter hinten. Aber er hat auch 4 Pokémon und die Geschwister hatten 3, 2 meine ich, also nur halb so viel und waren beide Level 45. Ich habe über sie, liebe sie, beeindruckend. Da ist es, die Entwicklung. Die Entwicklung. Nanu, Grandison entwickelt sich. Ja, ein Libeldra! Juhu! Grandison wurde zu einem Libeldra! Versucht Drachen. Aha, endlich. Sondern lernen wir. Ja. Was? 80? 75? Ja, machen wir das so. Knirscher kann mir hier wesentlich mehr bringen. Kann ich. Steinhagel? Na, ich glaube nicht, dass ich das in nächster Zeit gut einsetzen kann. Du hast mit einer eindrucksvollen Weise. Du hast mir eine eindrucksvolle Weise vor Augen geführt. Was für ein hervorragender Pokémon-Trainer du bist. Ich bin froh, dass ich die Bekanntschaft von dir und deinem Team machen durfte. Du bist ein würdiger Träger des Schauerordens. Hier bitte, nimm ihn an dich. Mit dem Schauerorden gehören dir alle Pokémon. Einer wie erhält den Schauerorden von Vasili. Ach, und nimm auch dies als Andenken an unseren Kampf. Hier bitte sehr. Oh je, nee, das Foto möchte ich nicht. VM5 Kaskade. Ja, Kaskade. Bei VM-Attacke Kaskade donnert der Gegner mit der Wucht eines Wasserfalls in seinen Gegner. Sie ist also sehr mächtig, aber auch elegant. Denn manchmal lässt sie das Tier dazu noch zurückschrecken. Nun, da dir der Schauerorden verliehen wurde, kannst du mit Kaskade außerdem noch tosende Wasserfälle erklimmen. Und jetzt gabelt sich vor dir der Weg. Du selbst musst entscheiden, welche Richtung du einschlägst. Du könntest zum Beispiel dein Glück in der Pokémon-Liga versuchen. Wenn du alle Orden der Höhenregion gesammelt hast, wird dich dein Weg früher oder später dorthin führen. Wenn dies dein Wunsch ist, nimm Kurs auf die Insel Prachtpolis am östlichen Rand der Höhenregion. Oder aber du versuchst zu vielen Pokémon wie möglich zu begegnen und deinen Pokédex zu vervollständigen. Gerüchten zufolge hat Professor Birk aus Wurzelheim ein Update für den Pokédex vorbereitet. Wenn du ihm einen Besuch abstattest, gewinnt deine Suche nach neuen Pokémon sicher neue Dimensionen. Aber egal welchen Weg du auch einschlägst, ich hoffe von ganzem Herzen, dass er dich ja eine strahlende Zukunft führen wird.
Ja, mein Freund, wir haben doch schon längst die ganzen Updates, aber wir sind hier, um Pokémon Meister zu werden und nicht um, ja okay, alle Pokémon zu fangen, wollen wir natürlich auch. So, und jetzt haben wir auch den Showerhorn. Und jetzt müssen wir uns erstmal darum kümmern, dass wir unsere VMs und TMs besser verteilen. Beziehungsweise eigentlich nur die VMs. Halt, was mache ich? Erstmal die Karte zu Rate ziehen. Denn wenn ich mich richtig erinnere, ist da der Attackenhelfer. Der kann Leuten wieder alte beibringen, das will ich aber nicht. Ich möchte den Attacken Vergesser. Attackenverlerner, ah, da ist er gleich. Denn ich möchte zwei Dinge vergessen lassen. Einmal soll Surfer vergessen werden von Sumpex, also von unserem Bollwerk. Und natürlich soll Fliegen vergessen werden von unserem Seegras noch Ulbis. Soll natürlich Fliegen vergessen werden, weil wir Fliegen nicht brauchen, seit wir die Äonenflöte haben. Deswegen, ganz einfach, machen wir es so. Wir bringen ihm einfach, Surfer bringen wir jetzt den Latias bei, weil die können das lernen, wenn ich es richtig weiß. Ist das der Attacken? Nee. Attacken vergessen. Ah, da. So. Denn, wie gesagt, die VM-Fliegen braucht man nicht. Ich bin verflixt, bin ich gleich nochmal. Ach, stimmt ja, ich bin der Attackenverlerner. Wenn eins deiner Pokémon eine Attacke verlernen soll, bist du bei mir richtig. Du willst, dass ich eines deiner Pokémon eine Attacke vergessen lasse? Jo. Welches Pokémon soll eine Attacke vergessen? Latias. Erstmal. Welche Attacke soll vergessen werden? Fliegen. Ah, das lief ja wie geschmiert. Das Pokémon hat Fliegen komplett vergessen. Willst du, ja. Welche Attacke soll vergessen werden? Welche Attacke soll vergessen werden? Surfer. Ah, das lief ja wie geschmiert. Dein Pokémon hat Surfer komplett vergessen. Wahrscheinlich kommt nur die Fehlermeldung, wenn es heißt, hier, ja, also, aber dein Pokémon halt numerisch. Dein Pokémon hat, Kaskade einsetzen. Bullwerk erlernt Kaskade. Wahrscheinlich immer, wenn ein Pokémon nur noch eine Attacke hat, dann, ja. Dann sagt er, nein, ich kann's nicht vergessen lassen. Sea and Head Surfer. Surfer beibringen, ja. So, dann habe ich das. Gut. Dann können wir jetzt, nachdem wir in einem Pokémon Center uns mal geheilt haben, Richtung Prachtpolis City aufbrechen. Ist ja nicht mehr weit. So, Heilung, Heilung, Heilung. Und jetzt habe ich nur noch voll entwickelte Pokémon. Das hat ewig gedauert mit dem Libeldra, was ich auch noch merke, was ich unten ändern muss. Flup, und natürlich ersetzen. So. So, mein Team ist sehr grün angehaucht. Ich überlege gerade, ob ich mal Cargo wieder reinnehmen soll. Aber ich denke, das passt so, wie wir es jetzt haben. Oder? Was haben wir denn für Top 4 Gegner? Auf jeden Fall Unlicht, Drache. Unlicht, Drache, Eis, oder? Das war.
Ja, hier, das ist die dritte Generation. Oder? Sechs Arena-Leiter? Nee, ich möchte die Top 4 möchte ich ja jetzt wissen. Top 4, Top 4? Wo sind die Top 4? Top 4, ja genau, da. So, mal nachgucken, welche Typen waren das, nehme ich nochmal. In Rubin und Saphir sind es Geist, Drache, Unlicht und Eis. Ja, na, da. Unlicht, dagegen kann er was machen. Oh, ja. Aber gegen Eis habe ich nichts. Vielleicht wird sich. Na doch, Eisboden ist gegen Eis effektiv. Ja, das passt. Ich muss nur schneller sein. Das kriege ich schon hin. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. So. Äonenflöte. Mal sehen, was wir heute so noch finden. Mega-Entwicklung! Superflug! Yay! Oh. Okay, vielleicht ist ja jetzt wieder was frei geworden wegen. Wie heißt. Ja, weil wir jetzt alle Arena-Leiter haben. Alle 8 Orden. Vielleicht gibt es da dann auch irgendwas. Nee, da ist nur ein Wundereiland. Davon gibt es ja genug. Okay. Und sonst gibt es nichts zu erkunden. Ja. Außer natürlich die unerforschte Höhle mit dem legendären Pokémon. Kann ich nicht gleich hier landen? Nee. Ich muss erst hier nach Prachtpolis. Kann ich hier nicht auf der Route irgendwie landen? Da. Da war doch gerade was. So, Route 129 kann hier landen. Das ist ja schon mal was. Das ist auf jeden Fall näher dran, als ich gedacht habe. Ja. So, ab ins Wasser mit mir und los geht's. Surfen wir auf Latias. Ist ja nicht so, als würden wir auf dem. Oh, das hörte sich neu an. Nee, das ist ein Tentoxa. Oh je, ich habe zwar ein Pokémon. Okay, das war sogar mit Ausrufezeichen. Ah, da haben wir sogar noch einen Trainer. In Wirklichkeit kann ich auch ohne Schwimmreifen schwimmen. Na, das ist ja nur eine Überraschung. Planschomarin. Und er hat einen Libiskus. Das war aber bestimmt von Vasili bekommen, weil er gemerkt hat, das Ding kann nichts. Und das ist schwächer geworden. Ja, mein Elektro-Pokémon. Gardevoir. Das wäre sehr interessant. Ich habe ja auch einen Magnet. Der Schwimmreifen stört beim Kämpfen. Aber dein Pokémon trägt doch keinen, sondern du. Ah, da können wir mal gucken, dass wir. Oh je. Nee, Kapitz, du musst erstmal gucken wir mal, was deine Initiative sagt. 78, 122. Meine Libelle hat 101 und ist langsamer. Oh je. Wenigstens haben alle. Kapitz, du bist sogar das Langsamste. Es würde wahrscheinlich nicht viel machen, wenn ich
dich austausche gegen... ich könnte dich auch gegen die Feuermotte tauschen. Fällt mir gerade so ein. Aber nee, das ist ja kein dritte Gen-Pokémon. Wäre aber auch cool. Ich meine, ich habe schließlich hier gefangen. Unwissend, dass es gar nicht gehen sollte. Du bist echt lahm, Kapitz. Du bist echt lahm. Wahrscheinlich, ja, hat ja sogar ein Init-Minuswesen. So, ich habe Hunger. So, Dele. Und ich weiß bereits Bescheid, dass es hier... Ich habe woanders reingeguckt. Es gibt diese... Wie heißt's? Regi Eis, Regi Rock und Regi Steel. Aber die hole ich mir hier nicht. Also zumindest nicht darüber. Weil, das hat eine ganz einfache Erklärung, ich habe die drei Pokémon ja noch gar nie gehabt. Die VM Kaskade, also war in dem Gerücht, man könne sie erst nach dem Sieg über Vasili, den Arenaleiter von Xenoville, einsetzen, doch etwas Wahres dran. Ich fasse es nicht. Ein Ass-Trainer und Ass-Surfer wie ich packt es nicht, diesen Wasserfall zu überwinden. Gucken wir mal zu. Das macht man so. Aufwärts. Tja, hätten sie mir doch zuguckt. Aber nee, die wollten es ja nicht wissen. Wo sind wir hier? Prachtpolis City. Das Paradies der Blumen, des Meeres und der Pokémon. Ja. Prachtpolis City ist extrem groß. Es hat genau ein Pokémon Center. Extremst groß. Die Siegerstraße ist lang und voller Gefahren. Da fällt es einem schwer, nicht an den bisherigen Verlauf seines Abenteuers erinnert zu werden. Ob das wohl Absicht ist? Hör mir zu. Du musst an deine Pokémon glauben. Gib alles für sie. Die Siegerstraße ist ein Ort, an dem sich Experten des Pokémon-Kampfes aus aller Welt versammeln. Sie setzen auch Pokémon ein, die in Höhen nicht vorkommen. Man darf also keinen Augenblick unachtsam sein. Oh, das ist ein guter Hinweis. Direkt hinter der Siegerstraße liegt die Pokémon-Liga. Wenn du schon so weit gekommen bist, gibt es kein Zurück mehr. So, dann heil noch meine Pokémon. Pokémon, heil. Obwohl, wie gesagt, ich bin immer noch dafür, Schwester Joyce sind in diesem Spiel etwas sadistisch, weil die glauben immer, ah, komm schnell wieder. Naja. Okay. Kapitz vorne, das... Ich glaube, Airstrike wird hier nicht viel in dieser Höhle reißen. Denn Höhlen haben überwiegend das Gefühl von Gesteins-Pokémon. Und Fleeknolls und Zubats. Dann gucken wir doch gleich mal heute noch rein und sehen, dass wir gleich hier vorne unser Ende finden. Denn die Siegerstraße ist nicht mehr weit. Also dann, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.